Hallo Leute, was geht ab? Clint am Start mit einer neuen Folge unserer Mob-Serie, die Nummer 25. Der Star der Show heißt diesmal PKP Pechenek. Und ich habe keine Ahnung, wie man das Ding genau ausspricht, denn es ist irgendeine russische LMG und mehr will ich auch gar nicht dazu sagen. Sondern gleich zu Black Ops 2 kommen. Und zwar gab es zwei kleine News in letzter Zeit. Getwittert von Wanderhaar, Multiplayer-Designer von Treyarch. Und der hat gesagt, Waffen kann man bei Black Ops 2 auch prestigieren. Ja? Also man geht nicht nur normal Prestige, sondern man kann auch die Waffe prestigieren. Weil wie ihr vielleicht euch noch erinnern könnt, bei Black Ops 2 behalten die Waffen ihren Waffenlevel, auch wenn ihr prestigiert. Aber ihr könnt trotzdem mit der Waffe prestigieren. Ja? Wohl zweimal, meint er. Warum zweimal, weiß ich nicht genau. Und die Frage ist natürlich, was jetzt der Sinn von der ganzen Aktion? Warum sollte ich meine Waffe prestigieren, wenn ich sie mir hart erkämpft habe? Da geht es halt um die Punkte für den normalen Prestige, ja, damit ihr ein paar Punkte sammelt. Sonst könnt ihr mit der Waffe halt keine Punkte mehr sammeln, ne? Und keine Challenges erfüllen oder so, ne? Wenn ihr die alle schon habt. Also ich glaube, das ist der Sinn der ganzen Aktion. Und dann gab es noch eine News, was das Matchmaking angeht. Das Matchmaking ist nur noch, oder beziehungsweise basiert nur noch auf dem Ping, ja? Es wird nur noch nach Ping und Latenz gesucht. Ja. Es spielt keine Rolle mehr, aus welchem Land oder aus welcher Region die Gegner kommen. Das war wohl auch beim MW3 auch anders. Also es wurde erst nach Region gesucht. Ja. Darauf beruhte der ganze Matchmaking-Filter. Und das ist jetzt ganz anders. Es geht nur noch um Ping. Und ja, und hoffen wir mal, dass es zu besseren Connections und Verbindungen führen wird bei Black Ops 2. Und in 2 Wochen ist es ja schon soweit. Da kommt das Spiel ja schon raus. Und mittlerweile wissen wir ja fast alles über das Spiel, ne? Wir kennen alle Waffen, wir kennen alle Perks, wir kennen alle Maps mit Beschreibung, mit Bild, wir kennen die Hälfte der Maps haben wir mit Gameplay schon gesehen. Ihr habt euch vielleicht informiert über alle Trailer, habt auch unsere Videos gesehen, da haben wir euch auch ein paar Infos gegeben oder auf anderen Kanälen oder sonst so im Internet. Ich meine, es gibt so viele Informationsquellen, die kann man ja gar nicht alle zählen. Auf jeden Fall, wenn ihr euch informiert habt, ihr wisst ja fast alles. Also man weiß wirklich alles über dieses Spiel. Und meine Frage ist natürlich, was sind die Erwartungen jetzt, die ihr an das Spiel habt? Ihr wisst jetzt alles, was sind die Erwartungen? Was habt ihr für Erwartungen? Und meine Erwartungen sind, die unterteile ich in ein paar Punkte. Punkt 1 wäre zum Beispiel der Speed. Ja, Black Ops 1 hat sich sehr langsam gespielt. Zockt mal MW3, spielt wieder Black Ops 1 und ihr wundert euch, wie langsam das Spiel teilweise ist. Ja, und es war ein bisschen zu langsam, deswegen wurde es ja von vielen als langweilig betitelt, Black Ops 1, ja. Und wenn es ein bisschen schneller wäre, es muss niemals so, bloß nicht so chaotisch wie MW3 werden. Das ist ja meiner Meinung nach teilweise viel zu schnell mit dem kranken Map-Design und den Spawns und was auch immer. Also das ist schon verrückt. Aber so ein bisschen wie Call of Duty 4 oder wie MW2 würde ausreichen, ja? Einfach, dass das Spieltempo ein bisschen höher ist, ja? So 10-20% würde ausreichen, meiner Meinung nach, ja? Wenn man das in Prozenten ausdrücken will. Damit das Spiel mehr Fun macht und damit es halt ein bisschen schneller ist, weil Call of Duty lebt ja von der schnellen Action her und Black Ops 1 hat da manchmal so seine Defizite, würde ich sagen. Also das wäre Punkt 1, die Schnelligkeit. Punkt 2 wäre die Technik. Und die Technik von Black Ops 1 war nun wirklich nicht gerade brillant, muss man ja mal ehrlich sagen. Die Engine, der Comic-Look, der Sound, also da gab es viel zu kritisieren. Und die Trailer und das Gameplay-Material macht uns ja Hoffnung, dass es bei Black Ops 2 deutlich besser aussehen wird. Also ich warte deutlich besseren Sound und in den Videos, die ich von der Gamescom gesehen habe, mit 50 Minuten Gameplay-Material, klang das auch schon wirklich geil teilweise. Der Audio-Designer da von Treyarch wurde auch schon gelobt auf Twitter, mächtig. Also da warte ich einiges, was den Sound angeht. Und die Grafik natürlich, ja. Die Grafik muss besser werden und man sieht ja schon die Lichteffekte. Ich glaube, Black Ops 1 hatte fast gar keine richtigen Lichteffekte. So, ja? Das sah ja irgendwie, also große Lichteffekte habe ich nicht gesehen, ja. Und Black Ops 2, das sah schon ein bisschen anders aus, ja. Also die haben die Engine ein bisschen gepimpt, sag ich mal, ja. Und da erwarte ich auch einiges. Also Technik muss deutlich besser werden als bei Black Ops 1. Was ich auch noch erwarte, ist ein formidables Map-Design, ja. MW3 hatte, glaube ich, das schlechteste Map-Design, was hier ein Call of Duty hatte. Unglaublich einseitig auf Nahkampf ausgelegt, ja. Ich war am ersten Tag von MW3 sowas von geschockt von den Maps und ich habe diesen Schock noch nie abstreifen können eigentlich. Und von den DLC-Maps brauchen wir ja gar nicht reden. Ich glaube, die schalten ja alle ab, so schlimm wie die sind, ja. Foundation Oasis, mein Gott, was haben die sich dabei gedacht? So, aber Black Ops 2 muss wirklich ein ausgeglichenes Map-Design haben. Das erwarte ich einfach. Mischung aus kleineren Maps, mittelgroßen Maps und großen Maps. Aber bitte nicht wieder so 90% nur Nahkampf wie bei MW3, bitte, sowas will ich auf gar keinen Fall sehen, ja. So, dass ich das Gefühl habe, ich spiele 80% der Zeit die gleiche Map oder Maps, auf denen ich gar nicht flankieren kann, wie Mission oder so.
oder auch Lockdown oder sowas, alles in der Art. Man kann gar nicht flankieren, man kann gar nicht seinen Spielstil durchziehen. Die Maps müssen so designt sein, dass sie unterschiedliche Spielstile unterstützen können, ja? Und es gibt ja auch unterschiedliche Spielstile und das kann nicht sein, dass dann die Hälfte der Spielstile verhindert wird. Es gibt nur noch einen Spielstil, nämlich defensiv zu zocken oder nur noch Nahkämpfe zu bestreiten mit einer SMG, ja? Das kann auf gar keinen Fall die Zukunft von Call of Duty sein. Man erinnert sich nur an COD 4, da war das auch alles sehr ausgeglichen, was das Map-Design angeht. Und abschließend bleibt mir noch zu sagen, dass ich die höchsten Erwartungen an das Spiel habe, die man eigentlich nur haben kann an Call of Duty. Ich habe ja wirklich alles studiert, jeden Twitter-Eintrag von Wanderhaar, von alle Trailer gesehen, alles an Gameplay-Material, was es überhaupt nur gab, sei es der kleinste Schnipsel und nur ein paar Sekunden, aber ich habe wirklich alles geguckt vom Gameplay. Wir kennen ja schon wirklich die Hälfte der Maps vom Gameplay her alleine. Also ich bin einfach nur heiß. Ich habe die höchsten Erwartungen an das Spiel, dass das nochmal Call of Duty einen richtigen Schritt nach vorne bringt, ja. Und dass dieses Gequatsche aufhört, Call of Duty bringt ja nie irgendwas Neues, bla 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 bla. Ja, was ich schon seit Jahren nicht hören kann. Und das erwarte ich einfach, ja. Dass das wirklich ein richtig... Dass die Leute sagen, das ist das beste Call of Duty seit COD 4 wieder. Ja, das ist eigentlich meine Erwartung an das Spiel. Und natürlich, wenn man hohe Erwartungen hat, besteht natürlich immer die Gefahr, dass man auf die Fresse fällt, wa? Wenn das Spiel dann nicht so ist, wenn die Karten nicht so sind, wie ich mir das vorstelle, dann kann man natürlich schnell auf die Fresse fallen und schnell enttäuscht sein von dem Spiel. Aber ich bin da ja sehr optimistisch veranlagt, ich bin ein optimistischer Kerl und erwarte eigentlich nur das Beste von Treyarch, ja? Die haben sich ja wirklich krass gemausert und das ist, ich glaube, Black Ops 2 könnte der richtig der endgültige Mega-Durchbruch sein, was Call of Duty angeht. Und vielleicht werden sie auch sogar zum Lead-Designer, von Call of Duty. Ja, und Infinity Ward interessiert dann überhaupt keinen mehr. Wer weiß, wer weiß. Ja, jedenfalls meine Frage an euch zum Schluss lautet, was habt ihr für Erwartungen an Black Ops 2? Schreibt es in die Kommentare. Bis dann, Leute. Clint out.